Diskomusik die explosivste, die individuellste, die persönlichste Art der Ausdrucksformen, die Komponisten gewählt haben in der Musikgeschichte. Deshalb denke ich auch, dass wir in Moritzburg noch eine Vision zu verwirklichen haben, was für ein Festival sehr wichtig ist, dass man Kammermusik zu dem macht, was sie eigentlich war, nämlich eine der aufregendsten Dinge, die es im Leben gibt. In jedem Jahr eine wahnsinnig hohe Quote an neuen Künstlern. Wenn man andere Kammermusikfestivals sieht, dann trifft sich wirklich so eine Art Familie. Wir haben hier eine sehr familiäre Atmosphäre, aber im Grunde genommen muss jeder jedes Jahr eine Menge neue Leute verdauen. Mindestens die Hälfte der Künstler sind jedes Jahr neu, eigentlich eher zwei Drittel. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dieses Kennenlernen, auch diese Qual des sich neu kennenlernen müssen und trotzdem schon ganz persönliche Dinge zueinander sagen zu können. Das ist ein Aspekt, der mich auch immer beschäftigt. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier in Moritzburg uns neu kennenlernen, auch jedes Jahr, sodass immer eine Spannung, Restspannung bleibt. Hier zuzusagen, sind ganz schnell auf einen Nenner gebracht. Erstens mal, ich wollte sehr gern wieder mit Jan Vogler spielen und natürlich sein Festival kennenlernen. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch sehr gerne zugesagt, weil es hier in der Gegend von Dresden ist, wo ich erst einmal aufgetreten bin. Und ich wollte unbedingt hier Land und Leute kennenlernen. Ich gehe da manchmal zu diesem Leuchtturm und finde, dass der idyllischste und schönste Ort vielleicht in Moritzburg ist. Das Schloss strahlt für mich immer so eine gewisse, trotz aller Gemütlichkeit, eine gewisse Kraft und auch Macht aus. Es ist ja ein Jagdschloss und ein eher barbarischer Ort. Also es gibt auch keine musikalischen Geschichten, die sich mit dem Schloss verbinden, wenn man ins 18. Jahrhundert geht. Es wurden weder Musik hier uraufgeführt, das fand alles in der Stadt statt. Und wenn der König hier rauskam, dann hat er gejagt, hat große, man kann wirklich sagen, Essgelage gefeiert und die Partys waren eher barbarisch. Aber diese Kraft, die finde ich auch ziemlich inspirierend. Also man merkt dem Schloss an, dass das war eine sehr energiegeladene Gesellschaft damals. Setting like this, it doesn't feel like, oh, you must work. It's fun. I mean, we have a good time rehearsing together. So I guess it's long hours, but they are productive and fun hours. Auch wenn man jetzt hier vom Hotel zum Beispiel zum Schloss zum Konzert fährt, man hat vor dem Konzert schon mal den Blick auf das Schloss und wenn das dann so leicht in der Abenddämmerung sich im Wasser spiegelt, ist schon immer wieder eine tolle Kulisse.
Wir haben jetzt auch ziemlich stabil verschiedene Programme in einem Ensemble gespielt. Das heißt, die gleichen Leute waren immer wieder mit anderen Stücken beschäftigt und das ist sehr angenehm. Man lernt sich also kennen und es sind mehrere Tage vergangen und man wächst wirklich zusammen. Es bilden sich Freundschaften, das ist wunderbar. I think the festival here is a really great combination of really good work. I mean, it's a great place to make really good music. I mean, the quality of the musicians is great and people are really focused and committed to doing good performances. But on the other hand, it's such a relaxing environment and such a pleasant time of year. Ich sehe die Frauenkirche als Begegnungsstätte. Für uns hat jede Location hat so ein Schlagwort für mich ein bisschen. Und die Frauenkirche ist wirklich die Begegnungsstätte. Dort habe ich das Gefühl, dass sich die Musiker auch aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenem Hintergrund begegnen auf der Bühne. Und diese Offenheit, die spüre ich jedes Mal, wenn ich in diesem Raum spiele. Für viele Amerikaner oder viele Briten oder Japaner, die hierher kommen, ist Moritzburg und Dresden eins. Also das ist wirklich das Jagdschloss von August dem Starken, also ein Satellit sozusagen. Und für uns ist inzwischen Moritzburg auch ein bisschen zu klein geworden. Also das Schloss ist zu klein für ein Festivalorchester und Volkswagen kann uns hier eben die, sozusagen, das Zuhause geben für dieses Orchester. Es ist groß genug. Wir haben eigentlich nie die jungen Musiker wirklich gefördert. Wir hatten zwar viele sehr junge Musiker in Moritzburg, wie Martin Stadtfeld oder Balbas Kriede, aber das sind ja eigentlich schon etablierte Musiker mit einem Plattenvertrag, einer Agentur und einem vollen Terminkalender. Ich versuche jetzt sozusagen dieser Akademie unser etabliertes Moritzburg-Festival und Publikum zur Verfügung zu stellen. Das ganze internationale Flair hier, das ist schon so, dass es einen nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich, denke ich, sehr weit bringt. We've spent most of our time in Moritzburg, so I haven't seen too much of Dresden, but Moritzburg is very charming, very small, but beautiful. Es ist wieder Chance, sich auszuprobieren, aber gleichzeitig wirklich im Profibetrieb
Fuß zu fassen. Das ist eigentlich so mein Gedanke bei der Akademie. Nicht das Unterrichten, nicht das Anleiten, sondern eher das gemeinsam musizieren und das eine Chance geben.